Guten Morgen, meine lieben Freunde, und willkommen zu diesem Video. Heute ist der 1. November und bei mir steht wieder ein Monthly Reset an. Und natürlich den Monat zu planen. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme euch mit heute. Und wir machen so ein bisschen Plan With Me Monatsreset zusammen. Ich habe mich heute schon fertig gemacht, wie man sieht. Und zwar steht heute an. Erstmal so ein paar organisatorische Sachen wie Überweisungen machen, Rechnung schreiben etc. pp. Und dann auch so ein bisschen in der Wohnung einen Reset, das Bett neu beziehen. Dann kommt natürlich das ganze Geplane. Das passiert bei mir ja immer in meinem Bullet Journal. Ich möchte euch mein November-Setup zeigen und gemeinsam reflektieren, wie der Oktober war und planen für den November und welche Habits ich tracken möchte, welche Intention ich mir setze für den nächsten Monat. Dann möchte ich euch auch mein Bücher-TBR zeigen, also die Bücher, die ich diesen Monat lesen möchte. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ich bin gerade ein bisschen langsam wieder im Lesen. Ich hatte im Oktober eine extrem schnelle Lesezeit, habe übertrieben viele Bücher gelesen und jetzt bin ich so... Ich habe eine neue Skincare-Routine, die ich euch auch zeigen möchte. Aber das sind so die Sachen, die anstehen. Ich denke, ich werde jetzt erstmal mit dem langweiligsten und notwendigsten starten. Und zwar mit dem ganzen organisatorischen Kram am Laptop, Überweisungen machen etc. You know the deal. Let's go. Ich brauche meinen Laptop und mein Handy. Okay, als erstes wichtig, Miete überweisen. Und Miete ist überwiesen. Und Strom muss ich auch noch überweisen. Und jetzt sieht der Kontostand schon wieder viel trauriger aus. Aber dafür schreibe ich jetzt eine Rechnung. Und das heißt, danach sieht er ja eigentlich wieder ganz okay aus. Hoffentlich. Und die Rechnung ist auch verschickt. Damit ist das Organisatorische am Laptop erstmal dann nice. Ich setze mich zum Planen und Reflektieren mal ausnahmsweise in mein Bett anstatt an meinen Schreibtisch. Genau, ich habe mein Bullet Journal hier und was ich als erstes immer mache, ist meine Monthly Highlights vom letzten Monat einmal durchgehen. Dafür nehme ich halt auch einfach meinen Kalender und schaue halt wirklich einfach. Ich habe einmal so eine Highlight of the Day Liste in meinem Bullet Journal. Da gucke ich natürlich rein und ansonsten habe ich natürlich auch noch meine Kalendereinträge, womit ich auch mich ein bisschen dran rumhangeln kann, was ich erlebt habe. Oh ja, ich habe Zimtschnecken gebacken. Die waren wunderbar, wirklich. Ich glaube, die müssen wirklich auf meine Highlight-Liste. Ich habe sehr viel gelesen im Oktober. Also die Naturals-Reihe zum Beispiel. Dann waren wir im Urlaub im Center Park in Holland. Das war auf jeden Fall auch ein Highlight, auch wenn es jetzt nicht der beste Urlaub meines Lebens war und ich das vielleicht auch nicht nochmal machen würde so. War es trotzdem ein Highlight. Ich hatte einen Pole-Workshop, der richtig, richtig geil war. Ich habe neue Klamotten gekauft. Ich bin jetzt Vanilla Sky-Member und habe zugesagt, bei der Weihnachtsfeier mit aufzutreten. Wir haben eine coole Halloween-Feier hier gefeiert. Ich war super oft baden und habe den Herbst genossen. Oh, ich war mal wieder brunchen. Das Don Toliver-Konzert, natürlich. So, was ist das Letzte, was ich aufschreiben werde? Ich glaube, das Brunchen. Brunchen ist einfach geil. Nach einer kleinen Essenspause bin ich wieder zurück. Und es geht an die November-Plans, an die Ziele, an die Pläne. Mein Bullet Journal für November habe ich schon letzte Woche einmal aufgesetzt. Ich blende euch hier einmal einen Clip ein, was ich da alles gemacht habe und wie das jetzt aussieht. Mein kleines November-Moodboard ist fertig. Ich finde, es ist super pretty geworden. Ich habe die letzten Jahre immer dazu tendiert, schon im November mich auf Weihnachten zu freuen und schon Weihnachtssüßigkeiten zu essen und Weihnachtsmusik zu hören und es schon so alles zu romantisieren. Ich habe mir für diesen November vorgenommen, das erstmal zu skippen und erstmal noch wirklich den Herbst und den November zu romantisieren und mich darauf zu freuen. Deswegen ist alles super cozy, regnerisch und somit ist der Grundriss von meinem Bullet Journal für den November komplett fertig. Thank you.
erstes kommen die November Plans. Mein erstes Goal, genauso wie letzten Monat und was ich auch einfach an mich selber als Anspruch habe, ist, dass ich jede Woche mindestens ein YouTube-Video hochlade. Und auch bezogen auf YouTube, es gibt ja so ein gewisses Achievement, was man erreichen muss, damit die Videos monetarisiert werden. Und dazu gehören 3000 Watch-Hours im letzten Jahr. Ich bin, glaube ich, gerade bei knapp vor 600 und ich möchte diesen Monat 700 noch erreichen. Das ist mein Goal, mein Ziel. Eine Sache, die sehr wichtig ist, ich möchte netter zu mir selber sein, weil ich weiß, dass jetzt die letzten beiden Monate dieses Jahres jetzt noch sehr anstrengend werden. Ab nächstem Jahr verändert sich nochmal was und dann, ja, habe ich ein bisschen mehr Zeit für mich wieder. Aber bis dahin möchte ich nett zu mir selbst sein, mir nicht so viel Druck machen und vor allem auch Momente der Entspannung einbauen in eigentlich jeden Tag. Sei es jetzt eine Badewanne, sei es lesen, sei es whatever. Ich möchte auf jeden Fall nett zu mir selber sein und mich entspannen können. And of course, ich muss ready werden für Christmas diesen Monat. Das heißt, ich brauche Weihnachtsdeko, ich brauche einen Adventskalender, ich brauche einen Adventskranz und all das muss ich natürlich diesen Monat noch besorgen, weil sonst kann ich nicht in den Dezember starten. Christmas-Deko und alles drum und dran diesen Monat auch noch. Also das sind meine Goals für diesen Monat. Damit diese Ziele auch erreicht werden, gibt es ja bestimmte Habits, die ich tracken kann. Das mache ich immer auf meiner Tracking-Page. Und als erstes möchte ich mir vornehmen, dass ich jeden Tag Journal. Es hilft mir einfach so sehr, das zu reflektieren. Es hilft mir dabei, meinen Fokus nicht zu verlieren, mich mit meinem Innenleben auseinanderzusetzen und, keine Ahnung, meine Ziele halt einfach zu fühlen, zu sehen. Ich liebe Journal. Deswegen, Journal ist ein Habit, was ich tracken möchte und eigentlich jeden Tag machen möchte. Möchte ich auch wieder regelmäßiger meditieren. Es fällt mir schwer, ich mache es selten, aber eigentlich hilft es mir auch so sehr dabei, ruhiger zu sein und zu entspannen. Und deswegen schreibe ich es mir jetzt auf und ich hoffe einfach, dass ich es durchziehe dieses Mal. Ich habe es die letzten Monate irgendwie ein bisschen vernachlässigt, aber ich habe auch irgendwie mir immer sehr hohe Ziele gesteckt. Ich dachte immer, ich muss jeden Tag Yoga machen und meditieren und bliblablub. Ich habe jetzt ein bisschen wieder eine andere Routine entwickelt, dazu auch mehr im Verlauf des Videos. Aber Meditation ist eine gute Sache. Möchte ich eigentlich regelmäßig praktizieren. Deswegen schreibe ich es jetzt auf. Dann natürlich, wenn ich irgendwie Ziele habe, die mit YouTube zu tun haben, muss ich auch was für YouTube tun. Also schreibe ich mir auch das Habit YouTube auf. Dann, was auch viel mit meinem Selbstbewusstsein zu tun hat, ist dieses ganze mich hübsch machen, mich fertig machen, mich um mich pflegen. Und auch das möchte ich zum Habit machen, dass ich jeden Tag mache. Ich bin auf jeden Fall schon viel besser da drin als vorher. Meine Morgenroutine, auch wenn ich zu Hause bleibe zum Beispiel, ist mittlerweile so entspannt und schön, auch indem ich mich fertig mache, dass ich es eigentlich schon fast verinnerlicht habe. Aber ich möchte noch einen Monat lang das absolut tracken, damit ich es dann wirklich verinnerlicht habe und sage, okay, jetzt muss ich es nicht mehr tracken, weil ich sowieso mache. Versteht ihr? Also hübsch machen ist jetzt ein Habit, was ich noch tracken werde diesen Monat. Und zu guter Letzt, was ich auch tracken möchte, ist meine Screentime. Manchmal vertue ich mich und rutsche mal auf TikTok und schaue irgendwie eine Stunde TikTok und ich hasse es. Ich hasse, hasse, hasse es. Deswegen sagen wir einfach, ich mache wieder Screentime weniger als 3 Stunden. Ja, und so schaut das Ganze jetzt aus. Hier sind jetzt meine Habit-Tracker. Und damit wären die Pläne und die Ziele und meine Habits und was auch immer auch set. Und ich freue mich darauf, diesen Monat mir schön zu machen. Leute, die Erkältungsfälle hat mich tatsächlich auch mitgerissen. Mir geht seit 2 Tagen nicht ganz so gut, aber heute, also ich habe irgendwie schon vorgestern gemerkt, okay, ich habe Halsschmerzen. Gestern hatte ich dann auch nochmal Halsschmerzen. Die sind dann aber über den Tag weggegangen. Heute Morgen bin ich aufgewacht und eigentlich ging es mir supi. Und jetzt über den Tag ging es mir immer schlechter. Und ich bin an einem Punkt, wo ich einfach mir eingestehen muss, dass ich krank bin. Nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt meine Bücher zeigen, die ich diesen Monat lesen möchte. Es ist natürlich immer alles, ja, ich nehme mir Sachen vor, dann schaffe ich es nicht. Oder dann kommt noch irgendwas dazwischen, was ich anderes lesen möchte. Aber ich habe eine Selection an Büchern, die ich gekauft habe, die ich gerne diesen Herbst noch lesen möchte. Es gibt 2 Bücher, die ich gerade schon lese. Ich lese normalerweise immer nur ein Buch nacheinander. Und das erste Buch, was ich angefangen habe, hat mich nicht zu 100% gecatcht. Und deswegen habe ich noch ein 2. Buch angefangen, was mich auch nicht zu 100% catcht. Das heißt, ich lese gerade 2 Bücher durch, die ich mich eigentlich ein bisschen durchquäle. Was ich als 2. angefangen habe, was ich jetzt über Halloween lesen wollte, ist My Roommate is a Vampire. Halloween war gestern. Aber es ist nicht schlimm. Ich lese es immer noch. Es ist ganz sweet, aber ich glaube, es wird keins meiner Lieblingsbücher. Es catcht mich, wie gesagt, nicht so zu 100%. Und ich versuche auch jetzt so schnell wie möglich noch durchzulesen. Genau, so weit bin ich. Ich bin schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Vielleicht jetzt als nächstes komplett durchlesen. Und was ich gerade auch noch lese, ist The Fine Print von der Dreamland Billionaires Reihe. Das ist das erste Buch. Ich habe es jetzt angefangen. Ich finde es okay. Ich vergleiche es halt so ein bisschen mit den Anna Huang Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe. Und im Vergleich dazu finde ich es ein bisschen
boring und nicht so gut geschrieben wie die Anna Huang. Aber das werde ich auf jeden Fall jetzt auch als nächstes dann zu Ende lesen. Also ich will es nicht jetzt irgendwie abbrechen, aber ich werde erstmal das zu Ende lesen und dann lese ich The Fine Print weiter. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, welches auch sehr herbstlich aussieht und wovon ich sehr viele positive Bewertungen gesehen habe, und zwar The 7 Year Slip. Hier geht es um eine Frau und einen Mann und die treffen sich irgendwie, aber er ist 7 Jahre in der Zeit irgendwie gereist und das heißt, sie treffen sich nicht zur gleichen Zeit. Also ich weiß nicht, ich kann es ganz schlecht beschreiben. Ich habe sehr positive Sachen gehört und glaube, das ist sehr, sehr gut geschrieben. Dann noch für den Herbst, weil ich mir dachte, okay, ich brauche irgendwas, was so ein bisschen spooky ist und was noch so ein bisschen, weil The Naturals habe ich wirklich geliebt. Ich habe das gelesen und es war so, so gut und ich habe so Bock gehabt, das zu lesen. Ich wollte noch irgendwas, was so ähnlich in die Richtung geht und ich habe mir jetzt den zweiten Teil gekauft von Good Girl's Guide to Murder. Good Girl, Bad Blood. Und ich freue mich, weil das erste Buch, was ich gelesen habe, habe ich so verschlungen. Ich glaube, die Bücher von Holly Jackson sind generell auch so voll mein Ding. Und deswegen habe ich richtig, richtig Bock, das zu lesen. Und es ist halt so ein bisschen noch spooky. Also was heißt spooky? Es ist halt nicht so übernatürlich, aber es geht halt um Murder Mystery und darauf habe ich Bock. Es ist eines meiner Favorite Genre mittlerweile. Hätte ich auch nicht gedacht. Und dann auch noch für den Herbst, jetzt für den November, als Buch geplant ist Before the Coffee Gets Cold. Das ist ein sweetes, kurzes Philosophical Fiction Buch und das habe ich schon richtig, richtig lange auf meiner Liste hier. Also ich habe das wirklich vor Ewigkeiten gekauft. Habe ich jetzt auch im Herbst halt richtig Bock drauf, das zu lesen. Ich glaube, das tut mir auch mal wieder gut, so ein Philosophical Fiction Buch. Die bringen einen irgendwie immer so auf neue Gedanken und in irgendwie eine andere Richtung. Und was auch immer noch seit Monaten auf meinem Buchstapel liegt, ist The Love Wager von Lynn Painter. Ich habe von Lynn Painter ja bisher schon 3 Bücher gelesen und ich fand die alle sehr gut. 2 davon haben auch 5-Sterne-Bewertung von mir bekommen und ich bin sehr gespannt auf das Buch. Irgendwer hat gesagt, dass man das im Herbst lesen soll, deswegen lese ich es im Herbst. Das Problem ist nur, es ist ein Buch, was in Third Person geschrieben ist, also nicht aus der Ich-Perspektive, sondern aus der 3. Person, und das schreckt mich ein bisschen ab, ich bin ehrlich, aber ich muss es, glaube ich, einfach mal anfangen und ich glaube, dann wird es auch gut sein. Und Leute, es ist nicht mehr lange hin. Ich glaube noch 1 Woche und dann kommt Iron Flame raus. Der 2. Teil zu Fourth Wing und oh mein Gott, ich glaube, egal was ich zu dem Zeitpunkt gerade lesen werde, ich werde es einfach hardcore ignorieren und anfangen Iron Flame zu lesen, weil ich freue mich so sehr darauf. Oh mein Gott. Ich habe mir die Special Edition bestellt. Also ich hoffe, dass ich die Special Edition bestellt habe. Ich bin mir nicht sicher. Also mit Sprayed Edges und so. Und das sind die Bücher, die ich jetzt noch im Herbst lesen möchte. Okay, Leute. Ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal ein separates Video drehe zu den Büchern, die ich im September und Oktober gelesen habe. Aber es macht einfach keinen Sinn. Deswegen ein ganz kurzes, quickes Run-Through, was ich gelesen habe und wie ich es bewertet habe. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht zu verwirrend, dass es noch mit in diesem Video ist. Aber ich finde es immer schön, wenn man im Monthly Reset und Planning und sowas auch einen Rückblick hat. Und wenn wir schon Bücher hier mit reinnehmen, warum dann nicht auch, was ich gelesen habe. Also, das erste Buch, was ich im September gelesen habe, war A Court of Mist and Fury, der 2. Teil der Agatha-Reihe. Und ich habe diesem Buch laut meinem Notion 5 Sterne gegeben und ich glaube, ich würde auch bei 5 Sternen bleiben. Also, es war super spannend. Das Worldbuilding von Sarah J. Maas ist unfassbar. Ich will natürlich nicht spoilern, deswegen kann ich nicht zu sehr ins Detail gehen, weil bei Agatha ist es halt wirklich so, man kann keine Handlung aus dem 2. Buch erklären, ohne dass man das 1. Buch spoilert. Aber die Romance in diesem Buch war super, die Tension war super, die Plot-Twists waren super. Ich habe es wirklich geliebt, dieses Buch. Und dann ging es zum 3. Teil, A Court of Wings and Ruin. Und ich glaube, ich habe mich schon in mehreren Videos davor schon über dieses Buch aufgeregt. Der Anfang war so vielversprechend. Es hat wirklich so stark begonnen. Ich war so, oh mein Gott, wirklich, ich habe mich so gefreut, ich habe so mitgefiebert. Und dann kam das Ende und das Ende hat für mich wirklich alles ruiniert. So ruiniert, dass ich 3 Sterne gegeben habe. Ich hätte dem Buch ohne dem komischen Ende 4 Sterne gegeben, aber mit dem Ende waren es 3 Sterne. Aber dennoch eine absolut geile Fantasy-Reihe. Also ich wusste halt am Anfang nicht, dass es eine Trilogie ist quasi, die ersten 3 Bücher, und dass es dann noch weitergeht. Und in beiden Büchern ist auch Spice, aber es ist jetzt nicht so extrem. Also es ist jetzt nicht so detailliert beschrieben oder sowas. Da fand ich es in Fourth Wing halt zum Beispiel nicer. Ich habe den Spice in den Büchern gar nicht gefühlt, um ehrlich zu sein. Einfach, weil ich die Beziehung von den beiden auch nicht wirklich fühle, weil es ab der Hälfte von dem Buch, die Tension ist für mich weg. Ich sehe nicht, wo die Chemie ist, also die sexuelle Chemie. Und für mich ist es so. Aber ich mag die Story, ich liebe die Charaktere trotzdem. Vor allem im 3. Teil werden nochmal so viele Charaktere wirklich tiefer beschrieben. Und ich liebe es wirklich, die sind so nice. Was ich noch im September gelesen habe, war 1000 Boy Kisses. Bei Gott, Leute, das ist das traurigste Buch, was ich jemals gelesen habe. Also wirklich, es ist einfach nur Herzzerbrechen gewesen. Und wirklich, falls ihr das lesen wollt, Trigger Warning, Tod und Trauer und sowas. Also wirklich, da müsst ihr mit rechnen.
und zurechtkommen zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das liest. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben, weil es war unglaublich traurig, aber es hat mich halt auch so irgendwie verliebt ins Leben fühlen lassen und es war so schön, das zu lesen. Das Ende hat komplett reingeschissen. Das Ende habe ich auch nicht reingezählt in die Bewertung, sonst hätte ich dem Buch, glaube ich, auch 3 Sterne gegeben. Da war es zum Glück nur eine Szene am Ende, wo ich mir dachte, okay, why though? Ansonsten war das Buch echt gut und super schön geschrieben und ich habe so oft geweint, wirklich. Ich habe jedes Mal, wenn ich das Buch aufgepickt habe, habe ich eigentlich geweint. Und wenn ein Buch mir solche Emotionen entlockt, dann finde ich es gut. Dann finde ich es gut. Ich mag es, Emotionen zu fühlen und ich mag es, wenn Bücher mich Emotionen fühlen lassen. Deswegen 4 Sterne für 1000 Boy Kisses. Es ist ein Romance-Buch. Die beiden kennen sich seit der Kindheit und sind zusammen aufgewachsen und lieben sich über alles. Und irgendwann bricht aber der Kontakt ab und er weiß aber nicht warum. Just that. Dann habe ich angefangen, The Naturals zu lesen. Und auch hier, Leute, ich habe viel darüber geredet. The Naturals, eine absolute geisteskrank gute Serie, wirklich. Vor allem die ersten beiden Bücher haben von mir wirklich 5 Sterne bekommen. Die waren so gut, so spannend, so gut geschrieben. Man hat so schön mitgerätselt. Es geht ums FBI und es ist Murder Mystery. Und es gibt so Teenager, die haben Special Abilities. Die eine kann irgendwie Lügen detecten. Und die andere kann Muster erkennen. Und unser Main Character ist halt ein Profiler. Sie kann Menschen sehr gut lesen und verstehen, wie irgendwie kleine Details von dem, was sie präsentieren, zum großen Ganzen beitragen. Und es gibt einen reoccurring Fall durch alle Bücher, der dann am Ende auch gelöst wird. Und ich muss sagen, ab dem 3. Teil wurde es ein bisschen sehr abgespaced. Also die Fälle wurden extrem wild. Es war komplett gaga eigentlich, komplett. Und deswegen habe ich dem 3. und dem 4. Buch auch nur 4 Sterne gegeben, weil es dann irgendwann mir zu wild wurde und auch irgendwie zu viel. Also es war immer noch gut und es war auch immer noch mega spannend und hat immer noch Spaß gemacht zu lesen, aber es war so die Zusammenhänge und wie dann alles irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie extrem. Und auch irgendwie am Ende, wie der ganze Fall aufgelöst worden ist, der sich durch die ganzen Bücher gezogen hat, war so, I don't know. Dann die Novelle. Es gab 4 Bücher und eine Novelle am Ende. Der Novelle habe ich 3 Sterne gegeben. Ich fand die auch gut. Ich fand die sweet, aber war jetzt halt nicht so irgendwie giga krass. Aber war nochmal ein süßer Wrap-up irgendwie für die Serie. Ich vermisse die Charaktere. Ich bin ehrlich, ich bin traurig, dass es nur eine Novelle am Ende gab, weil ich dachte mir so, okay, ganz ehrlich, das ist so eine Buchserie, davon könnte ich unendlich viele Bücher lesen. Bei Gott, wenn die noch 5 Bücher schreiben würde aus dieser Reihe, ich würde die alle lesen. Ohne Spaß. Also dadurch bin ich auch komplett geflogen. Ich glaube, deswegen habe ich auch so viele Bücher gelesen im Oktober, weil ich halt so durch diese Bücher durchgeflogen wird. Und das letzte Buch, was ich im Oktober gelesen habe, ist King of Pride. Und Leute, ich bin obsessed mit diesem Buch. Ich kann manchmal nicht aufhören, darüber nachzudenken. Also das Ding ist, ich habe dem Buch eigentlich nur 4 Sterne gegeben, aber ich bin schon fast davor, meine Bewertung zu erhöhen. Ich liebe diese Story. Ich habe es so geliebt. Es ist der 2. Teil aus der King of Sins Reihe von Anna Huang. Das erste Buch fand ich okay. Das habe ich, glaube ich, im August gelesen. Habe ich 3 Sterne gegeben. Fand ich okay, aber King of Pride. Ich fand diese Beziehung zwischen den beiden Main-Charaktern so gut. Ich fand die Prämisse gut. Ich fand alles nice. Die Tension, die Sexual Energy. So ein gutes Buch. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin eigentlich auch ein bisschen traurig, dass ich keine Physical Copy von den ganzen Büchern habe, weil, also erstmal legit, The Naturals, so eine gute Reihe. Ich hätte die so gerne als Buch, aber macht es jetzt Sinn, das sich noch zu kaufen, wenn ich mir die auf dem Kindle gekauft habe? Eigentlich nicht. Und auch King of Pride hätte ich eigentlich so gerne, aber da muss ich mir auch King of Wrath kaufen und King of Greed. Versteht ihr, was ich meine? Ich wünsche, Geld würde keine Rolle spielen, wenn es um Bücher geht. Und Platz. Naja, auf jeden Fall, ultra gutes Buch. Ich liebe so diese Romance, spicy Novels mit irgendwelchen Milliardären. Das ist einfach wirklich, ist nice. Also ich freue mich auch schon von Anna Huang, die anderen Bücher zu lesen. King of Greed kam auch gerade raus. Oh, das ist auch so ein Buch, was ich eigentlich am liebsten jetzt sofort lesen möchte. Aber I need to wait. I need to wait, because ich habe sehr viele andere Bücher, die ich gerade noch lese. Das war mein Bücher-Wrap-Up vom Oktober. Okay, meine lieben, Voice-Over-Clara schaltet jetzt ein, weil ich echt zu kaputt war, um an diesem Abend noch zu sprechen. Aber ich wollte euch noch meine Skincare-Routine zeigen. Als allererstes nehme ich meine Kontaktlinsen raus. Und um mein Make-up zu entfernen, nehme ich dann ein Micellenwasser. Das ist von Garnier und das nehme ich einfach mit einem Wattepad auf mein Gesicht. Und ich mache erstmal mein Augen-Make-up ab, weil das halt ein bisschen hartnäckiger ist und gehe dann übers Gesicht. Als nächstes kommt das Reinigungsöl. Das nimmt auch nochmal den ganzen Rest des Make-ups ab und danach gehe ich rein mit dem Reinigungsschaum. Dieses erst Öl und dann wasserbasierte Reinigung ist ja im Korean Skincare Glass Skin Trend ganz beliebt. Deswegen mache ich das jetzt auch. Und nach der Reinigung darf ein Toner nicht fehlen. Ich nehme da den Liquid Hydrate. Das soll der beste sein. Also ich kenne mich nicht aus, aber ich habe einen Kumpel, der sich sehr gut auskennt. Shoutout an Mike. Und dann ist es Zeit für ein Serum. Ich nehme das hier. Ich glaube, das ist auch gut gegen Rötung und so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Don't take my word for it, aber es hilft bei mir. Als Feuchtigkeitscreme nehme ich gerade noch diese Barrier Cream von No Cosmetics, die
teste ich gerade so ein bisschen aus. Und guten Morgen, da sind wir schon bei meiner morgendlichen Skincare-Routine. Ich hatte noch vergessen, dass ich das Chemical Peeling Serum zweimal die Woche noch abends benutze. Und morgen starte ich direkt wieder mit dem Sensitive Reinigungsschaum. Morgens brauche ich nicht mehr an Reinigung, weil ich einfach nicht geschminkt bin und da nicht viel Schmutz ist. Und danach direkt wieder der Liquid Hydrator, der ist immer wichtig, direkt nach dem Reinigen. Und dann auch ein bis zweimal die Woche eine Tuchmaske. Das ist auch so Korean Skincare Trend mäßig ganz heiß. Und ich liebe das Feeling einfach nach 10 Minuten dann wieder abmachen und man ist so hydriert. Oh yes. Aber natürlich noch nicht genug hydriert. Ich nutze auch noch ein Feuchtigkeitsserum morgens und dann wieder meine Feuchtigkeitscreme. Und dann, um alles zu versiegeln, wie man so schön sagt, eine Tagescreme mit LSF, also eine Sonnenschutzcreme. Und dann bin ich auch schon fertig und der Glow ist einfach real. So, meine Lieben, wundert euch nicht, ich sehe noch ein bisschen fertig aus. Mich hat es die letzten Tage wirklich komplett erwischt und langsam geht es mir besser. Langsam fühle ich mich wieder gesund und damit verabschiede ich mich auch aus diesem Video. Ich hoffe, mein kleiner November-Reset hat euch gefallen. Ich mag es auf jeden Fall immer sehr gerne, mir den Monat so zu präparieren. Und auch wenn ich jetzt krank war, kann ich jetzt irgendwie mit ganz klarem Fokus irgendwie wieder reinstarten, weil ich genau weiß, was ich mir vorgenommen habe, worauf ich Bock habe, was ich machen will. Abonniert gerne diesen Kanal, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir auch gerne einen Kommentar, was ihr euch für den November vorgenommen habt oder was ihr für den November geplant habt. Das interessiert mich auch immer sehr. Und dann hoffe ich, dass ihr einen schönen Monat habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.